Hi und Servus zusammen, cool, dass ihr mit am Start seid. Ich würde euch gerne mein Highbike All Mountain 3.5 im Detail vorstellen. Ihr seht es ja schon, hier überall werden die Blätter langsam goldgelb. Der Herbst ist nah, leider. Aber es ist genau der richtige Zeitpunkt, um euch das Rad nochmal vorzustellen, mit dem ich jetzt einige Kilometer unterwegs war. Sorry, Leute. Viele haben mich immer wieder nach einem Bikecheck gefragt und mich gefühlt einmal pro Woche erinnert, dass ich mein Rad für 2020 doch vorstellen soll. Jetzt, zwar relativ spät im Jahr, aber mit einigen Trips auf der Kette, seht ihr hier auf meinem Kanal die gelb-schwarze Wespe im Detail. Der Rahmen kommt komplett in Aluminium und für mich in der Rahmengröße M bei 1,75 m. Das Highbike hat einige Updates und Veränderungen bezüglich der Parts durch meine Partner und Sponsoren bzw. auch durch mich verpasst bekommen. Also, in dem Highbike All Mountain 3.5 kommt ein Bosch Performance CX zum Einsatz. Mittlerweile durch das Update mit 85 Nm Drehmoment ausreichend spritzig, kraftvoll, insgesamt super schön zu fahren. Mittlerweile bin ich sogar relativ oft im EMTB-Modus unterwegs, der durch das Update eine ganze Ecke besser geworden ist. Die 625 Wattstunden Akkukapazität reicht für mich locker aus, um die meisten Runden mit Tour oder EMTB zu fahren. Falls es doch mal abgedreht wird und die Tour nicht enden sollte, kann ich einen 500 Wattstunden Akku von Bosch in den Range Extender des Bikes verbauen und komme somit auf insgesamt 1125 Wattstunden und die Touren dauern an, bis der Hintern brennt. Bei einer Tour habe ich die ganze Kombi schon mal ausprobiert, im Eco leer gefahren und bin bei fast 120 Kilometern und 4000 Höhenmetern annähernd vom Rad gefallen. Das Ganze verlinke ich euch hier oben. Als ein absoluter Verfechter von der Mixer-Kombination bin ich hier natürlich auch mit einem 29 Zoll Vorderrad und 27,5 Zoll Hinterrad unterwegs. Für mich persönlich das Beste aus beiden Welten, das Laufrad vorne rollt einfach alles platt, hinten bleibt die Wendigkeit aber weiterhin erhalten. DT Swiss liefert hier mit der HX1501 Spline One ein mega robustes Laufrad, egal wie hart das Teil in steinigem und technischem Gelände auf die Fresse bekommen hat. Es war nie aus der Ruhe zu bringen, ich musste nie groß nachzentrieren. Super geiles Teil. Natürlich fahre ich das Ganze tubeless und habe im Normalfall weder Platten noch Durchschläge. Sauerei, auslaufende Milch und sonstiges sind mir auch absolut fremd. Auch das oft angesprochene Nachpumpen bleibt so gut wie aus. Am Ende muss ich vielleicht höchstens alle 2 bis 3 Monate mal die Luftpumpe einsetzen. Montiert sind aktuell die Schwalbe Eddy Current Reifen, die mittlerweile ordentlich durchgehockt worden sind, aber auch schon die ganze Saison gehalten haben. Das ist ein Punkt, der mir sowieso positiv aufgefallen ist. Der Verschleiß des Reifens ist verglichen mit anderen Kombis echt super gut. Hinten ist momentan ein 2,8er Reifen für Fat Grip im Uphill montiert. Vorne kommt ein 2,6er zum Einsatz. In Zukunft überlege ich aber, hinten ein 2,6er Eddy Current zu fahren und vorne vielleicht mal ein Magic Mary in 2,6 auszuprobieren. Sollte es soweit sein, seid ihr natürlich die Ersten, die das mitbekommen werden und ich werde definitiv einen Fahreindruck dazu schildern. Ja, wenn es jetzt mal wieder schneller wird und der Bock gebremst werden möchte, verrichtet die Magura MT E-Stop ihren Dienst. Natürlich hier ebenfalls mit 4 Kolben an der Front und auch am Heck. Ich nutze die MDR-P-Scheiben von Magura mit jeweils 220 mm Durchmesser. Sehr geile Kombi mit ordentlich Bums beim Bremsen. Bei der Schaltung habe ich auf eine SRAM Eagle GX 1x12 umgerüstet, einfach weil ich momentan in Bezug auf die Performance bei SRAM zufrieden und super glücklich bin. Das originale Purion-Display ist durch ein Kiox-Display ersetzt worden, welches für mich einfach schöner aussieht und mehr Funktionen bietet. Dinge wie Trittfrequenz finde ich hier ultra spannend, ebenso die neue Navi-Funktion. Den 50er Vorbau habe ich durch einen 35 mm XLC Flowby ersetzt, ebenso den 780er Lenker.
Um die Ecken gesteuert wird das Highbike nun mit einem 800 mm Lenker, der nebenbei auch noch ein bisschen weniger Backsweep und Rise hat. Die XLC Sattelstütze mit 150 mm Hub ist für mich ebenfalls ein guter Kompromiss, um bei abgesenktem Sattel genug Platz zu haben, um auch mal weit nach hinten zu rutschen, sollte der Trail wirklich mal steiler werden. Sattel ist hier ein gutes Stichwort. Hier teste ich seit kurzem den Prologo Proxim W650, welcher bisher passt wie Arsch auf Eimer. Um noch ein wenig Bling-Bling ins Spiel zu bringen, nutze ich die Ergon GE1 Evo mit Oilslick-Farbton. Danke nochmals an Patrick von den Sons of Battery. Farblich perfekt passen die ebenfalls im Oilslick-Style der herkommenden Xpedo Trident Unicorn-Pedale, welche geil Grip generieren und fast noch geiler in der Sonne glitzern und glänzen. Ein spannender Punkt, den ich bisher noch gar nicht angesprochen habe, ist das Fahrwerk. Das Wichtigste vorab. Der Federweg beträgt vorne als auch hinten 160 mm. Damit bin ich bisher überall super ausgekommen, egal ob flowige Trails oder verblockte Passagen, selten war das Fahrwerk wirklich am Limiten voll ausgereizt. Am Heck arbeitet ein RockShox Deluxe Select Plus. RockShox selbst sieht den Dämpfer in erster Linie in Trailbikes und somit passt das sehr gut zum Highbike All Mountain 3.5. Was mir aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass das Heck in Verbindung mit diesem Dämpfer verdammt viel Pop generiert und sich super agil fahren lässt. Gerne würde ich allerdings mal einen noch potenteren Dämpfer mit Piggyback austesten, einfach um zu schauen, ob und wie sich das Verhalten des Hinterbaus verändert. An der Front habe ich eine ziemlich unbekannte Gabel verbaut. Die DT Swiss F535-1 in cleaner schwarzer Optik. Die Gabel richtet sich ebenfalls an die Trail- und All-Mountain-Fahrer und bietet durch eine Kombination von Stahl und Luftfeder ein super sensibles Ansprechverhalten, aber ordentlich Gegendruck und Endprogression. Bis zum jetzigen Zeitpunkt war ich mit dem Bike etwa 2000 Kilometer unterwegs und bin noch immer begeistert. Die Sitzposition ist super, auch wenn die Touren mal länger werden, bedeutet, ich habe keinerlei Nacken- oder Schulterschmerzen. Das All Mountain 3.5 ist einfach ein super Allrounder, mit dem man es ebenfalls krachen lassen kann, wenn es bergab auf die Trails geht. Hey Leute, sehr cool, dass ihr bis hierhin mit am Start gewesen seid und euch das Bike-Check-Video von meinem Highbike All Mountain 3.5 angeschaut habt. Lasst mir doch ein Abo da, ein Like, einen Kommentar, wie ihr das Rad findet und vor allen Dingen habt einen geilen Herbst, geht raus und ballert eine ordentliche Runde. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.